Hallo, herzlich willkommen zur Mokka-Koch-Show. Heute sind wir zu Gast bei einem ganz bekannten deutschen Fernsehkoch, Johann Lafer. Hallo und herzlich willkommen. Servus, wie geht's? Gut. Freue mich sehr, dich zu sehen, ja, und hier zu kochen. Mich freut's auch. Wir sind heute mal aus der Agentur heraus und sind ins schöne Guldenthal gefahren. Johann, wie bei der Mokka-Koch-Show üblich, werden wir heute kochen, aber wir werden uns auch ein bisschen unterhalten, und zwar über Medien. Gerne. Die Mokka Media AG, bekanntlichermaßen eine Mediaagentur. Und deswegen werden wir natürlich auch das Thema Medien, Medien in Deutschland und deine Meinung zu den deutschen Medien und deine Erfahrung und auch vielleicht ein klein bisschen ein paar Tipps auch über den Umgang mit Medien. Ich glaube, da bist du ein absoluter Profi. Ja, ja. Werden wir heute hier lernen. Aber wir werden auch was kochen, Johann. Was kochen wir denn? Ja, ich habe mir gedacht, etwas, was die meisten Leute wirklich gerne essen, ist nämlich ein echtes Wiener Schnitzel. Das ist für mich eines der größten Kochkünste überhaupt, weil es ist nicht so einfach nur gemacht mit einem Stück Fleisch und dann in Panade und dann im Fett ausgebacken. Das ist eine Wissenschaft für sich, da werden wir das dann im Detail dann alles sehen. Mhm. Und dazu einen richtigen, leckeren, schönen, saftigen Kartoffel-Gurkensalat aus meiner Heimat Steiermark mit Kürbiskernöl, Kürbiskernen, Gurken dazu und so weiter. So, und wenn ich jetzt hier schneide, siehst du, ich schneide ungefähr so, würde ich mal sagen, also weit unter einem Zentimeter. Ja. Das ist immer noch relativ dick, oder? Ja, ja, genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ja, das hast du recht. Das ist die Frage, würde jetzt jeder natürlich auch stellen. Das ist ja viel zu dick. So in die Pfanne wäre blöd jetzt, oder? Ja, das würde auch noch zusammengehen. Ja. Das wäre ein großer Fehler. Also, wir nehmen jetzt einen ganz normalen Gefrierbeutel. Mhm. Und du siehst, jetzt gleitet das Fleisch wunderschön. Und jetzt siebe ich da oben das Mehl drüber. Siehst du? Dadurch wird die Panade, oder die Panier, sagt man ja fachlich richtig, wird ganz locker. Machst du hier Eier rein? Okay, mit oder ohne Schale? Ja, du kannst auch mitmachen, aber ich bevorzuge ohne Schale. Und jetzt nimmst du den Schneebesen bitte und verrührst das schön. Ah, schon wieder. Ja, schön verrühren. Ja, schön. Also schön, so, ja, abschütteln. Dann kommt es hier rein ins Ei. So. Und jetzt auch ganz vorsichtig. Also man muss immer das Gefühl haben, dass die erlebt noch. Ja? Es muss richtig schön zart behandelt werden. Siehst du hier? Johann Lafer und die Medien ist ja auch eine Geschichte, nicht immer nur mit positiven Seiten, aber überwiegend schon sehr positiv. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass du so eine hohe Bekanntheit hast als wie kein anderer Koch in Deutschland. Aber dennoch war es ja auch ein Kampf. Ich kann mich erinnern, du hast mir mal erzählt, dass sie zu dir gesagt haben, du könntest mit deiner Sprache gar nicht im Fernsehen auftreten, du sollst Sprachunterricht nehmen. Das war ganz am Anfang, ja, als ich angefangen habe, natürlich beim Südwestrundfunk dann in Mainz. Dann hat er zu mir gesagt, ja, ich muss nach Österreich zu einem Seminar der Körpersprache, zu Sami Morchow. Den kenne ich. Pantomime. Ganz berühmter Mann. Und dann bin ich dahin und dann hat er gesagt zu mir, ja, habe erstmal gedacht, das musste ich privat bezahlen. Damals, glaube ich, waren 4.000 Schilling. Das war also auf jeden Fall extrem teuer für mich. Und dann komme ich dahin, dann saßen da 30 Leute in dem Raum. Und dann habe ich gesagt, was heißt eigentlich Körpersprache? Ja, und dann war das natürlich so. Dann muss man darauf achten, wie wir uns mit den Gesten verhalten. Gell? Wenn du so sitzt beim Forschungsgespräch, dann weißt du ganz genau, naja, der will nichts. Der will nichts zum Beispiel. Aber ich war dann so verwirrt, als ich nach Hause kam. Ja. Dann habe ich nicht mehr überlegt, was ich sage, sondern nur noch geachtet, wie du sagst. Ja. Und dann habe ich eigentlich den Schlüsselerfolg meiner Karriere gehabt. Da hat nämlich der Intendant des Südwestrundfunks zu mir gesagt, entweder der Zuschauer mag sie so, wie sie sind, oder ansonsten schaue ich das sowieso ab. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt können sie mir alle gerne haben, jetzt bleibe ich so, wie ich bin. Und das war dann mein großer Erfolg. Ja, ich denke, das hast du auch richtig gemacht. Heute lieben wir dich so, wie du bist. Ja. Und ich liebe dich auch, weil ich sehe zum ersten Mal, dass du Kartoffeln schälst. Ja. Ja. Also, normalerweise bei unseren Kochshows bin ich immer der Chef. Heute muss ich mich unterordnen. Okay. Ja. Heute muss ich mich unterordnen. Das ist ja mal gut so, oder? So, prima. Aber nein, ich mache mehr Kartoffeln. Ja, ich mache ja noch mehr. Ich bin ja noch nicht fertig. Okay, so. Aber Johann, du musst die Kartoffeln schon vollkommen schälen. Gell? Also ja, aber unter der Schale, habe ich mir sagen lassen, sitzt das Gesunde. Also, okay. Johann, dann ging es ja weiter, Fernsehkoch, und ich glaube, du hast so an die 10 verschiedene Formate in verschiedenen Sendern. Mindestens. Die bekannteste war, glaube ich, Lafer, Lecker, Lichter. Umgekehrt. Nee? Lafer, Lichter. Der Lecker, Entschuldigung. Der Lecker kommt zum Schluss. Der Lecker kommt zum Schluss, okay. Und ihr habt über 10 Jahre
zusammengearbeitet. Ja, genau. Das war, glaube ich, eines der erfolgreichsten Kochformate im deutschen Fernsehen. Ja, das war deshalb auch so erfolgreich, weil dieses Kochformat natürlich nicht nur rein kochtechnisch war, sondern bei uns ging es natürlich auch um, wie soll ich sagen, ja, um Personelle. Wir haben jetzt mal einen prominenten Gast gehabt, also es war schon immer super. Gell? Es hat auch ein bisschen gelebt von der sehr unterschiedlichen Herangehensweise von zwei Köchen. Ja, der eine mehr so sagen. Mehr der Sternekoch und der andere mehr so der Comedian. Der Familienkoch und der Comedian. Heute macht er alles nur nicht mehr kochen. Nee, das kann man so nicht verkauft sagen. Verkauft alten Kram und so weiter. Ja, aber der Licht ist sehr erfolgreich. Der hat immer schon ein Faible gehabt für diese Antiquität. Hat er die Olle Deck da gehabt in Köln und das hat ja immer gut funktioniert da. Also das muss man sagen, der macht das, was eigentlich seine Leidenschaft ist. Ja. Und damit sind wir schon wieder bei den Medien. Der Lichter ist ja jetzt auch ein absoluter Medienprofi. Ja, klar. Und du eigentlich auch, ne? Man kann schon sagen... Naja gut, Medienprofi, das kann man nie werden, weil ich glaube, da ist man sehr von fremden Leuten bestimmt. Ja. Man ist abhängig. Aber wärst du heute das, was du bist, wenn du nicht in den Medien so gut unterwegs gewesen wärst, glaube ich eher nicht. Glaube ich nicht, nein. Ja. Also die Medien sind nach wie vor wichtig, um heute, dass die Leute dich kennen, dass du natürlich auch den nötigen Bekanntheitsgrad bekommst, dass die Leute aufmerksam werden, dass sie wissen, was dahinter steckt. Aber das hat nicht nur Vorteile, das hat auch Nachteile, weil man doch schon sehr unter Beobachtung steht. Und ich muss sagen, seitdem ich jetzt die Stromburg nicht mehr habe, schlafe ich etwas ruhiger, weil diese ganzen Bewertungen zum Beispiel, diese ganzen Restaurant-Tester, das wird natürlich dann alles veröffentlicht. Und da muss ich schon sagen, heute im Zeitalter des Internets und auch der schnellen Medien, das ist für mich der Wahnsinn. Also, wie war denn die Resonanz darauf, dass du gesagt hast, ich gehe aus der Stromburg raus? War das? Die war eigentlich, ich sag mal, die war komplett, eigentlich gar nicht so extrem. Also ich habe es mir anders oder beziehungsweise vielleicht sogar noch aufregender vorgestellt. Ja. Aber ich glaube, das war so kommuniziert auch, dass man versteht, wenn man keine Kinder hat, die das machen wollen, wenn man 62 Jahre alt ist, dann kann man irgendwann mal auch sagen, jetzt ist dann Schluss mit dieser Art von Arbeit. Ich habe ja, schau, ich habe von 1973 bis vor kurzem jeden Tag abends gearbeitet. Ja. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, irgendwie mal abends da irgendwo hinzugehen. Ja. Und wie ist das jetzt so? Komisch, oder? Letztes Mal sagt die Tochter zu mir... mit einer Frau reden, ne? Nee, das nicht. Letztes Mal sagt die Tochter, als sie zu Hause war, die lebt in London, war sie zu Hause, sagt sie, Papi, du kannst ja heute was kochen. Dann habe ich erst mal gedacht, was jetzt? Wieso kochen? Vor allem gewohnt, sonst ins Restaurant zu gehen. Genau. Ja, und dann haben wir wirklich für die gekocht. Das war für auch die schön, und für oder? Uns alle war das so ein komplett schön. Neues Erlebnis. Toll. So, Kartoffeln haben wir jetzt, dann schälst du bitte auch die Schalotten. Ich mache schon mal das Fett heiß dann für unseren... Vielleicht noch eins, es waren ja nicht immer nur gute Bewertungen. Ja. Ich habe gelesen bei Lava, Lichter lecker, gab es auch mal die goldene Gurke. Weil ihr frauenfeindlich die saure Gurke. Ja, ihr wart frauenfeindlich. Ja, weißt du, was der Lichter gesagt hat? Da war so ein Gast, der war nicht ganz so, die Frau war nicht ganz so zart. Ja? War nicht so zart. Und dann körperlich. Ja. Könnte ja von mir sein, oder? So, dann hat er gesagt zu der Frau, also, du siehst aus wie so ein lecker gefülltes Marzipanpralinchen auf zwei Beinen. Hey, hey, super. Danke, oder? Ganz mein Spruch. Was? Ja, gut. Aber ich habe immer gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Also so war er heute. Ja, aber das ist komplett in den falschen Hals gekommen. Ja, ja. Und heute, wie bist du heute mit den Medien unterwegs? Ist heute natürlich Thema online ein großes Thema für dich? Ja, also oder? Ich finde, online wird immer wichtiger, weil gerade auch im Bereich von Rezepten, das, was wir heute machen, die Leute wollen heute wissen, wie das geht. Und die wollen es nicht nur lesen, sondern die wollen es zum Teil auch sehen. Ich finde, es ist ganz entscheidend heute, dass man jungen Leuten, die zum Teil von zu Hause nichts mehr mitbekommen haben, dass man den Leuten einfach dann auch zeigt, so wie wir das heute machen, wie macht man Schnitzel. Wie ist denn aus deiner Sicht die Entwicklung der ganzen Medienbranche? Sagen wir nicht bezogen jetzt nur auf das, was ihr macht, sondern generell. Naja, wenn du heute sagst, du würdest mich heute beraten, was würdest du mir empfehlen? Ich würde auf jeden Fall mal einen vernünftigen Media-Mix empfehlen. Ich halte nichts davon, dass man jetzt nur noch über Online spricht. Nee, das geht nicht. Diese digitale Betrunkenheit, die wir im Moment in der Branche erleben, findet ja gerade auch so ein klein bisschen ihren Gegenpart. Also so mittlerweile hat man ja auch verstanden, dass Online vieles kann, aber nicht alles. Und dass Reichweiten auch noch ihren Sinn machen. Ne? Ich glaube schon. Und das extreme Targeting, was man im Online ja oft macht, den Menschen, den Usern auch manchmal ein klein bisschen auf den Sack geht, wenn sie ständig
sozusagen verfolgt werden mit der Werbung. Ich glaube, da müssen wir einen guten Mittelweg finden, schlau sein und einen guten Mediamix finden. Ich glaube, was heute wichtig ist, dass die Werbung wahrgenommen wird. Ich finde, manchmal ist es unangenehm. Also ich denke immer so, ob sich eine Firma einen Gefallen tut, wenn man heute so einen richtigen spannenden Spielfilm sieht oder auch zum Teil diese Privatprogramme sieht. Und dass immer dann, wenn ich wirklich mich darauf vorbereite, ja, und dann, jetzt möchte ich die Szene sehen, jetzt kommt diese spannende Szene. Wenn, und dann kommt die Werbung. Und dann kommt die Werbung. Und was machen die meisten Leute? Die nutzen die Gelegenheit, gehen raus. Oder sagen, warum ist das jetzt plötzlich so, das geht mir auf den Geist. Also, ja, deswegen. Unsere Aufgabe, Herausforderung ist ja eine performanceorientierte Regionalwerbung für unsere Händler. Zwar in ganz Deutschland, aber runtergebrochen auf die einzelnen Händlerstandorte unserer Kunden. Und deswegen arbeiten wir sehr gerne natürlich auch noch mit Offline-Medien wie Tageszeitungen, klar. Prospektverteilung, Plakat lässt sich gut aussteuern. Funk ist für uns ein sehr gutes Medium, also Hörfunk. Also ich bin ja jemand, der zum Beispiel so gerne sich allgemein informiert. Und ich finde, das geht nur in Kombination. Also jemand, der heute sagt, ich lese keine Zeitung mehr und gleichzeitig nur noch gucke ich das alles digital. Also alleine schon meine Sehstärke reicht nicht aus auf meinem Handy, das alles. Ja, das ist mir einfach zu anstrengend. Das sind wir natürlich eine andere Alterszielgruppe, die auch ihre aber Bedeutung trotzdem, noch hat. Aber so klein, das macht ja keinen Spaß. Ja. Aber wo siehst du dann Print in den nächsten 4, 5 Jahren? Glaubst du, dass wir noch haptisch die Zeitung in der Hand halten werden in 5 Jahren? Ja, ich glaube schon, wird nicht vergehen. Gerade in meinem Bereich Kochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, so ein gutes Essensbild mit einem Rezept nur auf so einem iPad zu haben. Ich finde, kann mir mal einer die Larva bringen? Da können wir mal ein Beispiel für gut gemachte Printerzeugnisse kurz vorführen. Johann, wann hast du damit angefangen? Das gibt jetzt 2 Jahre. Seit 2 Jahren. Larva-Magazin, genau. Johann Larva, ein eigenes Magazin. Genau. Haptisch, richtig gedruckt. Gibt es das auch im Online? Kann man es auch? Nein. Also man kann es nur kaufen. Bewusst haben wir uns dagegen gewehrt, weil ich denke einfach, zum Beispiel sowas kann man nicht, wenn man zum Beispiel jetzt hier sieht, nehmen wir mal so ein paar Food-Gerichte. Das ist sowas zum Beispiel hier. Sowas mit Illustration. Das ist natürlich, ich sag mal, das macht mir richtig Lust, das nachzumachen. Ja, mir auch. Ich weiß nicht, ob das auf so einem digitalen Bild, ob man das so, kann man sicher. Aber es kommt immer darauf an, wie groß dann dieses Gerät ist, was ich benutze und so weiter. Aber so habe ich was in der Hand. Und ich finde auch das Fühlen einer Zeitschrift zum Beispiel ist aber etwas ganz Besonderes. Aber wir sind eine Generation. Ja, ich weiß das, ich weiß das. Im gleichen Jahr geboren. Wir müssen uns aber auch damit abfinden, dass die nachfolgenden Generationen mit online aufgewachsen sind. Deswegen können wir uns der Sache ja nicht, nicht verwehren. Genau, schon her. Und ich glaube auch, dass das online seine Berechtigung hat und immer weiter wachsen wird. Also auch in unserem Mediamix spielt online eine ganz, ganz entscheidende Rolle und wird halt eher mehr. Dennoch glaube ich aber genau wie du, dass auch die Offline-Medien ihre Bedeutung nicht ganz verlieren werden, in gewissen Bereichen vielleicht sogar noch lange da sein werden. Jetzt siehst du hier, wie plötzlich dieses Eiweiß hier, siehst du es hier? Wie sich das da löst? Siehst du das? Deswegen musst du die Pfanne immer schütteln. Schön schütteln, damit es überschwappt. So. Komm mal her. Wo werden wir denn den Johann Larva in den nächsten Jahren noch sehen? Noch im Fernsehen oder eher nicht mehr so viel? Also, was mein großer Traum ist natürlich, ist, dass ich ein Kochprogramm entwickle. Das heißt, dass man meine Wenigkeit mit noch anderen Personen online bewundern kann. Ja. Wenn ich zum Beispiel so wie jetzt hier so einen Schnitzel machen möchte, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, ich schaue jetzt dann im Internet nach und rufe auf Schnitzel. Aber das kannst du doch schon machen. Du kannst dich in YouTube verewigen. Ja, aber ich glaube, das muss man, ja auch, aber das muss man schon richtig professionell machen, weil ich finde, kann man das jetzt mal wegtun, das Gerät, dann kann man hier weiterarbeiten. Dann machen wir das nämlich zwischendurch da mit dem Salat. Ich glaube schon, dass man da heute das perfekt machen muss. Also so irgendwie durch Zufall. Ich finde, die Leute müssen heute auch eine gewisse Gelinggarantie bekommen. Die Erwartungshaltung muss schon stimmen. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass es schon ein Thema ist für die Zukunft, wo wir, ja, wie soll ich sagen, mehr investieren müssen. Es muss noch besser gemacht werden, professioneller. Im Moment gibt es noch nicht die Plattform. Aber ein Restaurant von Larva wird es eher nicht mehr geben, oder? Also, man soll die nie sagen, aber ich glaube, das ist eher, nee, ich glaube nicht. Aber das ist mir so aufgefallen, dass viele
Fernsehköche mittlerweile ohne Restaurant sind. Trettl und wir. Ja, das ist ja auch schwierig. Hat man überhaupt noch Zeit als Fernsehkoch ein Restaurant? Ja, man hat, ich habe es ja jahrzehntelang bewiesen, aber ich glaube, es ist natürlich heute schon schwierig, alles unter einem Nenner zu bringen. Mhm. Das ist eine Situation, die muss man auch meistern können. Mhm. Ja? Dann gibt es heute das Problem, dass wir sehr wenig Personal bekommen für die Gastronomie. Das kennt jeder. Was nutzt der Johann Lafer denn als Medien? Wo nimmst du deine Informationen? Fernsehen, Tageszeitung, Bildzeitung? Also ich muss sagen, ich habe jeden Tag so ein paar Rituale. Zunächst mal habe ich so einen Ausschnittdienst für mich selber. Da, wo ich jeden Morgen die Nachrichten bekomme, wo ich denn da warst, präsent bin oder was über mich gerade so aktuell in den Medien ist. Ja. Und dann, wenn ich das habe, schaust du über den Kartoffelsalat nochmal hier rein. Deswegen habe ich da ein bisschen Brühe drin gelassen, dass es schön warm wird. Ja, der muss ich habe eben festgestellt, die Kartoffeln waren noch so ein bisschen hart. Also noch nicht ganz. Die sind noch so leicht bissfest, aber warum mache ich das? Damit nachher der Kartoffel nicht so matschig wird. So Weißt du, die Kartoffelscheiben sollte man auch schon schön sehen, so. So, siehst du, jetzt haben wir hier den drinnen. So, dann machen wir dazu jetzt hier, so, lassen wir schön ein bisschen ziehen. Ist auch ungewohnt wahrscheinlich für die meisten, dass Kartoffelsalat so schön warm gemacht werden muss, aber lauwarmer Kartoffelsalat zum Schnitzel finde ich einfach das Beste. Ja. So, was kommt noch dazu? Jetzt kommt rein Kürbiskernöl. Klar, Österreicher ohne Kürbiskernöl gibt es ja gar nicht, oder? Das ist das grüne Gold der Steiermark, genau. Viel wenig. Da kannst du ein bisschen reinmachen. Oh, dunkel. Ein bisschen mehr, ja klar, es ist so. Das ist ja von gerösteten Kürbiskernen. Ja, ja. Und guck mal, da vorne in der Ecke, da stehen Kürbiskerne. Hier, warte mal, ich hol sie dir. Ah. So, und das ist jetzt hier, das sind die Kerne. Und da machst du auch ein paar rein in den Salat. Ja. Das Gold der Österreicher. Ja, genau. Hier reinmachen so leicht. So, dann kommt er dazu jetzt. Ich hab jetzt schon Hunger. Ja, Schnittlauch. Ja. Schnittlauch rein schön. Nimm am besten 2 Löffel. Ja, ich glaube, so gut habe ich in der Kochshow noch nie gekocht. Was? Nein. Die anderen, die mit mir gekocht haben, die konnten ja alle nicht kochen. Da war ich der beste Koch. Leute. Sogar Thomas Koch konnte nicht kochen. Auf, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin heute hier nur Gast. Ich weiß. Ich weiß nicht, wer in der Vergangenheit dran war. Sind wir auf einem guten Weg? Essig und Salz. Du bist ja nicht nur ein Koch, sondern du bist ja auch mittlerweile eine Marke. Naja, weiß ich nicht, das hast du gesagt. Naja, also glaub schon, in manchen Kaufhäusern springst du einem ja in der Feinkostabteilung entgegen mit deinen Produkten oder in der Küchenabteilung mit Pfannen, mit Löffeln, mit Gabeln, mit Maschinen. Das ist doch schon richtig groß, oder? Ja, kann man da ein bisschen was zu sagen, jetzt ohne die Umsätze zu nennen? Nein, ja, ich kann da was dazu sagen. Ich meine, das Problem ist ja heute, es ist ja ein Überangebot an Produkten auf dem Markt. Und natürlich, personalisierten Produkten auch, ja, ne? Auch. Und was ich immer sage, die Frage ist immer natürlich, wie schafft man es, den Menschen für das Produkt zu begeistern? Ich sage immer, ich stehe für Qualität. Wo Lafer draufsteht, muss Lafer drinnen sein. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist natürlich der Verbreitungsprozess aufgrund der etwas gehobenen Preise etwas langsam. Mhm. Aber eins kann ich dir sagen. Ich finde natürlich, dass die Leute, wenn sie was kaufen, sich eigentlich gleich was Gescheites kaufen sollen. Das ist also wichtig, dass das also auch von der Dauer, von der Beständigkeit was Besonderes ist. Und dann natürlich, sage ich einfach, Kochen ist ja kein Kasperltheater. Kochen ist etwas, wo man am Ende ein tolles Ergebnis haben möchte und haben muss. Und deswegen finde ich immer wichtig, dass dann auch die Gerätschaften stimmen. Aber ist der Johann mehr Koch oder ist er mehr Marketingfachmann? Ich bin Koch. Ja. Nach wie vor, da komme ich auch her. Ja. Und ich mache nichts, was nicht zu meiner Keimzelle gehört. Ja. Schau, jetzt kannst du zum Beispiel hier so eine ganz einfache Zitronenscheibe machen als Gag. Du schneidest nur hier so ein bisschen ein. Und dann tust du so einen Knoten formen, siehst du hier. Wunderschön. Dann hast du hier so eine kleine Zitronenscheibe. Wunderschön. Die legen wir jetzt hier oben drauf. So. Und mit oder ohne Sardellen? Das ist beim Wiener Schnitzel immer. Jetzt kommt das Wichtigste. Ah. Ja, das ist nämlich etwas, was es früher so oft gab. Sardellenringel, ja. Man nimmt einen Sardellenringel, man nimmt hier eine Kapa und rollt das dann auf. Das hat man früher mitgegessen. Warum? Weil halt die Kühlmöglichkeiten nicht so stark waren. Und Sardelle und Kapa hilft sehr bei der Verdauung. Ah. Weißt du, so Königsberger Klops und so kennst du auch. Ja. So, siehst du? Das ist jetzt die Garnitur da drauf. Und jetzt noch
Vieles wurde ja... Ein Petersilienblatt. Viele Sachen, die wir heute so kennen, wie Zitrone am Fisch oder so, ja, wurde ja eigentlich nur gemacht, weil man nicht so gut kühlen konnte. Ne? Man wollte, dass der Fisch, wenn er so ein bisschen halb angegammelt war, trotzdem nicht so schlimm geschmeckt hat. Hat genau. Man Zitrone drauf gemacht. Früher hat man gesagt, wie glaube ich, säuern. Ja. Genau. Also das halte ich ja heute beim frischen Produkt für einen Schwachsinn. Ja, also so ein Fisch wäre doch wahnsinnig. Ja. Aber man hat auch wild in Buttermilch eingelegt, ja, ja, weil es Angus war. Angus war genau der Begriff, ich kann es nicht kühlen, es schmeckt scheiße, aber klingt besser Angus zu sagen, wie halb angegammelt, oder? Ja, genau. So, jetzt hol ich einen schönen Teller, mein Lieber. Du kannst den Salat noch fertig machen, dann riecht man einen wunderschönen Teller an. Zum okay, Schluss. Ja, dann sind wir gleich, fast fertig, okay, wunderbar. Cool. Jetzt hast du hier ein Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ich habe das noch gesalzt und gepfeffert oben drüber. Und du siehst auch hier, das dampft so schön, so leicht. Ja, gesalzt und gepfeffert. Du hattest eben gesagt, wir salzen das Fleisch gar nicht. Danach. Also nicht vor dem Backen. Ja. Nach dem Backen. Wenn ich Salz drauf mache, dann das Salz löst quasi die Banane ab oder die Banier und dann fällt die runter. Okay. Und durch das Nichtsalzen vorher bleibt die Banier auch kompakt. Ah. Also ich finde es perfekt. Ich finde, das habe ich super hinbekommen. Also besser hätte ich es nicht machen können, oder? Also, darf ich erst mal was fragen? Du darfst was fragen, ja. Ist Voraussetzung für das, was ihr macht, erstmal, zumindest ist mein Eindruck, Selbstbewusstsein? Also ich würde mal eher sagen Medienwissen, ja, und einen kleinen Schuss Selbstbewusstsein kann nichts schaden, ja. Aber bei der Vielzahl von öffentlichen Angeboten im Bereich des Marketings und der Werbung, warum gehe ich jetzt zu Mokka Motion? Mokka Media, die Mokka Motion ist ja nur ein Teil der Mokka Media. Die Mokka Media ist eigentlich einzigartig in Deutschland mit dem, was sie tut. Wir machen performance-orientiertes Handelsmarketing mit einem sehr starken Geotargeting. Und da sind wir, glaube ich, die Besten in Deutschland. Und es gibt ja nichts, es gibt ja keinen besseren Grund, zu jemandem zu gehen, als zum Besten zu gehen. So gehen wir ja auch zu dir. Ach, das ist ja ein schönes Schlusswort. Dann dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer einen Wunsch habe ich jetzt noch. Das ist mir sehr, sehr wichtig, gerade auch jetzt hier an euch alle, die das jetzt gerade sehen. Immer dran denken, wenn man einkaufen geht, erstmal, man soll sich wirklich Gedanken machen, was man kauft. Vielleicht auch darüber nachdenken, wo das herkommt. Mhm. Ein bisschen Geld dafür ausgeben, weil ich finde, das, was wir unserem Körper geben, das gibt uns auch zurück. Also das Öl fürs Auto kann ruhig billiger sein als das Öl, was man isst. Ja. Das ist ja oft bei den meisten umgedreht, oder? Ja, die gehen zur Tankstelle, sagt der Tankwart, ach, du musst zum Fach Nummer 3. Dann sagst du, ja, ein Liter muss ich da reinmachen, kostet 21 Euro, gehst wieder. Genau. Aber genau die gleichen Leute überlegen dann, ob ein Liter Olivenöl 3 Euro kostet. Genau. Und ich meine, das passt nicht zusammen, aber das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Ich möchte nur eins, ich wünsche mir eigentlich eins, dass wir haben mittlerweile in Deutschland so eine wirklich tolle Entwicklung im Bereich der Gastronomie. Wir haben über 300 Michelin-Sterne-Restaurants. Ich glaube, das kann sich wirklich weltweit sehen lassen. Es gibt kaum Länder, die mehr haben. Warum sage ich das jetzt? Weil ich finde, wir müssen auch in Deutschland mit unserer Küche, die wir haben, selbstbewusst auftreten. Ja. Wir müssen sie auch wirklich gut machen. Auch wenn die Touristen und die Ausländer zu uns kommen, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man darauf stolz ist. Und am Ende kann ich nur sagen, für Lebensqualität gibt es nur eine gute Basis, nämlich das Essen. Wenn ich heute nichts esse, bin ich schlecht gelaunt, fühle ich mich nicht wohl. Und wir werden jetzt in Ruhe essen, dann fühlen wir uns beide noch wohler, sind wir gut gelaunt. Und ich sage einfach bei dir erstmal danke. Und wir kennen uns eigentlich, das darf ich jetzt zum Schluss sagen, wir kennen uns eigentlich nicht von der Küche, sondern wir kennen uns vom Abnehmen. Wir beide gehen immer zusammen. Wir beide gehen immer zusammen in eine Fastenkur. Man sieht erfolgreich. In eine Fastenkur. Wir sind so erfolgreich, dass wir jetzt wieder richtig kochen. In diesem Sinne. Tschüss, macht es gut, ja. Vielen Dank, Johann. Vielen Dank, dass du für uns da warst. Danke für die tolle Unterstützung heute. Danke für deine Tipps. Und vielen Dank an euch, die ihr uns jetzt zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit Johann Lafer zusammen zu kochen. Mir hat es zwar keinen Spaß gemacht, aber es war trotzdem nett. auch wenn ich heute im Gegensatz zu meiner normalen Tätigkeit, weil nicht so sehr zu Wort gekommen bin. Ja, das ist sehr selten, dass ich nicht zu Wort komme, aber... Du warst einfach besser als ich heute. Vielen Dank. Beim nächsten Mal komme ich wieder. Okay. Ciao.